Moin, moin, und da sind wir wieder. So, Doriksee wartet. Nochmal, auf uns. Wo im Doriksee ist diese Stadt? Götterfels. Das ist Götterfels, von der anderen Seite. Doriksee ist, das so aussieht. Westlich. Ja. Unser Feuer vorbereitet, nicht auf so, Eis. Auch hier wieder Leute, Leutchen sammeln. Improvisierte Waffen an irgendwen abgeben. Das dann wieder hin. Wir ja. Stecken immer noch in den Vorbereitungen. Ich sammle mal Leutchen. Ich hol die Waffen. Ja, ich hab noch nicht so ganz aus, wie ich die Waffen in der Hand habe. Ja, wenn du hier hinten reinläufst, dann siehst du welche, die haben so ein Zeichen über den Kopf. Ein Hütchen. Waffen sind wir durch. Wir sind fertig, stimmt. Okay. Die Zivilisten sind eher im Wasser. Aber wir können auch mal die Champ schnell machen. Ja. Genau. Sehen, wie viele Zivilisten. Ich sehe wirklich nicht. Oh, Zivilisten haben wir alles. Die da hinten noch fahren, ja, ne? Ja. Jetzt fahren wir eigentlich nur noch Schems. Oh, hier ist eine Wegmarke. Schems. Da. Warte, ich call mal ein. Aber es ging auch schnell diesmal. Wenn sie den Fels nicht treffen können, werden sie andere Ziele suchen. Naja. Also wir haben vielleicht auch ganz gut DPS. Dann. Die zwei nächsten Dörfer liegen auf der anderen Seite des Sees. Ich weiß nicht, mein Arc ist kaputt. Wir sollten Hilfe! Ich komme hier nicht weg. Naja, du hast so viel. 570k gemacht. Anna hat 320 Tage gemacht, ich habe 280 Tage ungefähr gemacht. Wenn das mein Gold wäre, wäre ich glücklich. Hält unseren Verbündeten! Ja. Das Gold brauchst du nicht. Mit 500.000 Gold, weiß nicht, kannst du auch alles kaufen, oder? Wir versuchen immer Leute wie eine Herde zu treiben und sich direkt zu töten. Wie eine Herde, ja, genau. Zu treiben? Und wenn du dann nachher Garderobenfreischaltung benutzt, weil dir das im Handelsposten nach Skins suchen so zu anstrengend ist. Das Ding sagt einfach nur, du kannst dir nichts mehr holen, weil du alles hast. Du kannst die Garderobenfreischaltung nicht benutzen, weil du hast alles. Was muss man hier machen mit dieser Schatzsuche? Weiß ich nicht, ich meine aber nur die Viecher weg. Okay. Keine Ahnung, warum die hier rumliegen. So toll sind sie jetzt auch nicht. Es sollten mehr so, zwei von fünf. Die Toten und Gefrorenen können nicht alle von ihnen sein. Könnte der Rest nicht kommen wieder welche. Dann hätten wir sie gesehen. Außer sie hätten kehrt gemacht und wären zurück über den See gegangen. Komm,
alle zusammen. Wenn wir die Schamanen töten können, vielleicht können wir dann ihre Magie umkehren. Hier noch, ne? Hier. Einen Versuch ist es wert. Los, wieder. Die kommen aus allen Richtungen. Nee, an diesem anderen Barbar da noch. Ja, wenn wir hier fertig sind, dann kann man einen nach dem anderen. Da muss man nicht gleichzeitig. Weil die laufen gleich los. So, hier sind wir durch. Bei dem anderen lohnt es sich tatsächlich, die mechanischen Wächter. Fand ich letztes Mal. Im Zweifel die wieder zu beleben. Aber diesmal sehe ich die gar nicht. Haben sie vielleicht raus. Dafür haben wir Bazooka hier aber jetzt liegen. Die hatten wir letztes Mal nicht. Das ist richtig. Finde ich aber einen blöden Ersatz. Ehrlich gesagt auch, ja. Da fand ich die Wächter hilfreicher. Die Schamane zu töten bringt nichts, außer dass es sie davon abhält, weitere Eisblöcke zu machen. Macht weiter. Alles, was wir im Augenblick tun können, ist, die Lebenden zu retten. Ich fühle mich gut. Bazooka sind scheiße. Ich habe einfach eine Hand Feuer, eine Hand Eis. Das ist ja mega. Ich habe nur eine Handvoll von der Frostlegion gesehen. Denkt ihr, die könnten abtönig geworden sein? Ich bezweifle das. Nach allem, was ich gesehen habe, hören sich Jormaks Truppen hinter Jormaks. Komm wieder welche auf. Haltet die Augen offen. Rieland muss für eine Menge gerade stehen. Vier von fünf. Das war's, oder? Nee, eine noch hier auf der anderen Seite. Jo. Eure verschwundenen Dörfler. Sie brauchen eine Chance zur Flucht. Geben wir Rielands Legion einen ebenbürtigen Gegner. Boris von Eishammer. Jo. Ich dachte, wir hätten es mit Schamanen zu tun, nicht mit Riesenkrieger. Arbeitet durch mich, Jorah! Und dass die Welt und euch bewahrt sein möge! Ich glaube, dieser Kral ist beides. Spezialisiert sich denn niemand mehr? Das ist wieder der Weg. Aber die Elektro. Konzentration, stören wir sein. Okay. Ich wollte es aber schon benutzen, irgendwie.
Nee, nee, man muss da schon mehr haben. Also so Standard sind hier nicht wenig. Der Gegner hier kann irgendwie nicht erzählen. Auch wieder zu sehen. Geht heute aber ein bisschen schneller. Isaac macht einen großen Unterschied anscheinend. Oder die haben tatsächlich was in der Zwischenzeit geändert. Den Patch gab es ja. Aber gab es einige. Ich glaube es nicht. Also guck mal, Adrian macht mit seinem Chrono fast so viel Schaden wie wir hier zusammen. Das war euer Experiment. Ja. Oder so. Ihr solltet doch für unsere Welt kämpfen. Ganz aber so. Drittel macht auf jeden Fall. Aber auch stark. Was stimmt mit euch nicht? Das sind keine Kämpfer, das sind Bauern. Kriege ich hier Rüstung? Wieder ein Beherrschungspunkt, ja, oben auf dem Eis. Auf den, genau, auf ganz oben auf der Spitze. Ganz oben hier auf der Spitze. Werden sie auftauchen. Und ich werde da sein, um sie anzuführen. Bis dahin wird ihr Opfer helfen, Jormark zu entfesseln. Willkommen in der neuen Welt. Was? Wir haben nichts aufgehalten. Ja. Was Rieland getan hat, ist so schlimm wie das, was die Zerstörer angerichtet haben. Wäre noch viel schlimmer. Stegkohlenhöhlen beschützt es euch jetzt. Der letzte noch. Dann können wir gerne. So, jetzt wäre ich auch da. Warte, ich hab noch Ladebildschirm. Was mach? Okay. Jetzt bin ich da. Cass, hätte nicht erwartet, euch hier zu sehen. Hatte auf dem Rückweg von Ebon Falke vom Doriksee gehört. Dachte, ich könnte potenziellen Verbündeten Bescheid sagen. Oh ja, die Hyos einpacken. Ja. Ja. Das sieht ja Quagga an. Ja, ich würde auch gerne Zufischstäbchen eigentlich verarbeiten. Darf ich aber nicht. Okay, ich würde viel lieber die Kaninchen hier retten. Ja. Die sind zumindest kampfstärker. Hier liegt noch mehr Stäbchen an, hier müsste noch mehr sein. Hup, hup, hup. Also die Schlammdinger haben wir. Ja, jetzt eigentlich nur noch Quaggan und Eisbrot. Quaggan. Aber die müssen erstmal wieder spawnen, wie es aussieht. Quaggan haben wir, jetzt eigentlich nur noch Eisbrot. Die
gut. Bei mir ist hier ein Veteran, der ist. Nee, doch, klar, der war unter der Brücke fest. Da müssen Sie schon hier zu hier. DVW-Bild oder mit Schnelligkeit? Wait. Wait. Ist ja so ein Update. Einen noch. Hab ich mir gedacht. So. Ja. Jetzt labern sie noch kurz. Als Graham sich meldete, sagte er, draußen vor den kodanischen Mauern ginge noch etwas anderes vor. Mich um die Sicherheit der Siedlung zu kümmern. Währenddessen machen wir aber einen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Doch ich kann keine Truppen entbehren, um eurer Expedition zu helfen.